Schwarzer Rauch quillt aus den Fenstern. Davor geht es 10 Meter in die Tiefe und dann wird das Kind losgelassen. Der waghalsige Sprung rettet dem 3-jährigen Kind aus einer brennenden Wohnung im 3. Stock eines Hochhauses im französischen Grenoble das Leben. Der Nachbarn fangen es auf. Wenig später folgt das 10-jährige Geschwisterkind. Auch hier helfen die Nachbarn mit vollem Einsatz. Im Krankenhaus wird bei den beiden Kindern eine leichte Rauchvergiftung diagnostiziert, ebenso wie bei 17 weiteren Bewohnern des Gebäudes. 2 Männer, die beim Auffangen der Kinder geholfen haben, werden wegen Verletzungen an den Unterarmen behandelt. Grenobles Bürgermeister dankte den Nachbarn auf Twitter für das beherzte Eingreifen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.